Geist. Erhöre mich. Ja, mein lieber Holger Strom, Holger, nun stehen wir hier vor Premiere. Friedlich in die Katastrophe, was geht einem durch den Kopf, ganz kurz, und durch den Bauch? Ach, Anni, nichts Besonderes. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, dass das voll wird. Ja, und viel Spaß beim Gucken kann man ja nicht wünschen. Das wäre ja makaber bei dem Thema. Aber ich hoffe, dass der Film was bewirkt. Mit welchem Gefühl sollen die Leute rausgehen? Dass sie was tun müssen. Dass es 11:55 ist. Und dass, wenn wir nichts tun, praktisch unsere eigenen Kinder und Kindeskinder ausrotten. Das ist nicht nur meine Meinung. Mittlerweile sind viele hochqualifizierte Wissenschaftler dieser Meinung. Eigentlich müsste doch nach der Atomwende das Kino strömend voll sein. Naja, Fukushima ist vergessen und verdrängt, ne? Ja. Das ist klar, das ist ein unangenehmes Thema und im Grunde wollen die Menschen das nicht wissen. Nur wenn, wie gesagt, der Arsch brennt, kriegen sie ihn hoch und danach schläft alles wieder ein und wird eingelullt, ja, ganz bewusst. Was wäre der Traum, nach Friedlich in der Katastrophe einen Film zu drehen? Ich dachte eigentlich an so einen Film Fröhlich in die Zukunft, dass die Menschen sich tatsächlich nach so einem Film auch mal verändern könnten. Besteht die Hoffnung oder? Also ich bin da nicht optimistisch, aber ich wünsche es mir von Herzen. Dankeschön. Die traurige Wahrheit ist, dass wir die Büchse Pandoras geöffnet haben und dass es kein Zurück in eine Welt gibt, die sicher vor dem nuklearen Wahnsinn ist. Martin L., du bist noch in der Filmhochschule? Nicht mehr. Nicht mehr, du bist raus. Ja. Du bist jetzt, was ist man, wenn man da fertig ist jetzt? Gelernter Regisseur. Genau. Wie bist du, Friedlich in die Katastrophe, zu dem Buch zu Holger Strom gekommen? Holger habe ich kennengelernt über seinen Sohn, der hat zusammen mit mir studiert. Und dann kam uns die Idee, einen Film zu machen über die letzten Atomkraftgegner. Wir kamen aber relativ schnell zu dem Schluss, dass die Zielgruppe nur eine sehr kleine wäre und dass wir einen Film machen müssen, der die ganzen Thematiken mit aufnimmt und der eine große Zielgruppe hat. Und dann kamen wir auf die Idee, den Film ähnlich aufzubauen wie Friedlich in die Katastrophe. Er geht 2 Stunden. Fällt es schwer zu kürzen, zu schneiden? Ja, fällt es. Ja, weil die Rohfassung war fast 4 Stunden lang. Und mittlerweile, finde ich, ist der Film so, wie er ist, genau richtig und alles Wichtige ist drin. Es gibt manche Wiederholungen, aber die stehen immer in einem anderen Zusammenhang. Von daher ist der Film auch über diese 2 Stunden hochunterhaltsam, wird nie langweilig und ist voller Fakten, voller Brisanz und wichtiger Informationen. Und mit Eva Matt ist ja auch eine super Einsprecherin. Ja, die allerbeste. Also sie war meine Wunschsprecherin und ich war sehr, sehr glücklich, dass wir sie gekriegt haben. Dein Resümee nach dem Film, wie werden die Leute rausgehen? Ja, bis jetzt haben die Leute Albträume, sie können schlecht schlafen. Aber für uns ist das ja eine Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben. Und Gott sei Dank ist es noch relativ früh am Tag. Und ich hoffe, danach macht der eine oder andere noch was Lustiges. Ja, vielleicht auch für euch irgendwann in eurer Nähe, Friedlich in die Katastrophe, der Dokumentarfilm, reingehen. Vielen Dank. Was momentan passiert, ist im Grunde genommen, dass Flugzeuge gestartet werden, wo keine Landebahnen da sind. Wir haben ein Höllenfeuer auf Erden entfacht, das wir nie wieder löschen können. Einmal in der Biosphäre kann sich der Wahnsinn frei verteilen. Lieber Werner Altnickel, wir stehen hier vor Premiere, Friedlich in die Katastrophe, das Standardwerk von Holger Strom, jetzt verfilmt. Was geht einem durch den Bauch? Ja, wunderbare Sache. Ich habe den Film ja schon mal im Vorschnitt gesehen. Ich hoffe, dass möglichst alle Leute, mindestens der Anti-Atom-Bewegung, den auch gucken können. Was ein bisschen bedauerlich ist, dass also von Seiten der Grünen das kaum gefordert und gefördert wird. Welche Gefühle wird der Film auslösen? Ja, Betroffenheit auf jeden Fall. Vielleicht auch Schock. Die Leute, die sich noch nicht mit dieser Thematik so auseinandergesetzt haben wie Holger seit Jahrzehnten, werden tief betroffen sein. Und ihnen werden also einige Leuchter aufgehen, was überhaupt noch nicht bekannt ist auch.
mit der gewohnten Art von Holger. Er nennt ja die Pferde beim Namen und kennt auch keine Tabus, zum Glück. Ja, Ross und Reiter sollen schon genannt werden. Ne? Ja, richtig. Aber das machen ja immer wenige. Aber nun haben wir doch die sogenannte Atomwende. Alle müssten doch Hurra schreien. Sehe ich genauso. Ich habe ja 17 Jahre lang die Greenpeace-Gruppe Oldenburg geleitet und ich habe auch an dem Publikum gesehen, die da mitmachten, dass die Einsatzbereitschaft leider Gottes nicht zugenommen hat, sondern eher abgenommen hat. Das ist, ich sag mal, die alten Campen von damals, die Zeiten haben sich halt gewandelt. Nicht? Aber wir hoffen schon, dass also sich viele Leute durch diese ja doch schockierenden Sachen, die auf uns zukommen und die auch schon da sind, siehe Fukushima und so weiter, wieder inspirieren lassen, etwas mehr Wut im Bauch umzuwandeln in positive Protest und kreative Aktionen. Werner Altnickel bei der Vorpremiere zum Film Friedlich in die Katastrophe für MölnTV. Vielen Dank. Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Ja, vielen Dank. Und ich weiß nicht, wir können jetzt noch ein bisschen Fragen machen. Oder wenn irgendjemand Beiträge geben möchte. Den ersten Beitrag nochmal, möchte ich nochmal Holger danken dafür, diesen Film. Der ist, ich hatte ihn noch nicht gesehen vorher, ich kenne wie gesagt nur das Buch. Und also großartig, vielen, vielen Dank im Namen nochmal von Greenpeace und von allen von uns hier und dir natürlich auch. Ja, hat die Hauptarbeit gemacht. Super, 3 Jahre lang reingesetzt. Und auch andere. Ich meine, ohne all die Menschen, die uns geholfen haben, in Studio Hamburg oder sonst wo, wäre es gar nicht möglich gewesen. So ein Film ist sonst so wahnsinnig teuer, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und wie gesagt, wir wollen ja auch noch die Bonus-DVD machen. Hat man ja gesehen, Hermann Scheer ist tot, andere sind tot. Da sind so viele gute Argumente gewesen, aber wir mussten das ja in diese 2 Stunden reinquetschen. Und es ist schade, dass vieles davon verloren geht, aber in der Bonus-DVD werden wir noch viel von aufgreifen und hoffen, dass das ein optimales Schulungsmaterial ist für die Bürgerinitiativen. Denn letztendlich bleiben uns nur die Argumente. Eine andere Macht haben wir nicht. Ich meine, das ist ja lustig. Dieser Film, in der ersten Besprechung darüber, Kritik, bevor der Film überhaupt fertig war, wurde das als ein antisemitisches Verschwörungsmachwerk mit schwachsinnigen Parolen und Kommentare. Viele dieser Kommentare sind von Einstein, von Goethe, von Pestalozzi, Chagaff oder sonstigen, die besten Köpfe in der Welt gemacht worden. Und da kommt so eine Kritik. Das sagt doch alles. Von wem denn? Wenn wir das wissen, auch noch anonym. Wahrscheinlich vom Verfassungsschutz oder von Bezahlten von Ihnen. Weil der Film ist natürlich nicht erwünscht. Dass jeder, der ihn gesehen hat, weiß warum. Die Wahrheit ist immer das erste Opfer und nicht erwünscht. Aber die Wahrheit ist auch unsere einzige Waffe. Unsere Argumente, unser Wissen und unsere Courage, uns gegen Unrecht zu stellen. Und ich hoffe ja, dass der Film weite Verbreitung findet in der Republik. Und das wird sicherlich nicht über die Medien geschehen. Das muss von unten kommen, über die Bürgerinitiativen sich verbreiten. Und darum möchte ich auch alle bitten, dass man möglichst jedem von dem Film erzählt. Wir haben am Montag hier um 20 Uhr die offizielle Premiere. Wir wissen ja, keiner weiß es. Es ist totgeschwiegen worden. Und ich befürchte, dass der Saal nicht voll sein wird. Aber noch haben wir ja 2 Tage. Man kann mal telefonieren überall und für Verbreitung sorgen. Und wie gesagt, Wissen alleine reicht nicht. Wir müssen unser Schicksal in die eigene Hände nehmen, denn die anderen tun es nicht. Nochmal abgesehen von Greenpeace und anderen Organisationen, die natürlich auch höllisch unter Druck stehen. Greenpeace hat mir gesagt, so einen Film hätten wir nicht machen können, da wären wir die Gemeinnützigkeit los. Deshalb sind wir froh, dass ihr das macht. Wir haben unseren Part in der Gesellschaft, wo wir versuchen, auf unsere Art und Weise Dinge offen zu machen. Und wir können es auch nicht alleine. Wir sind
viele im Unterschied zu Einzelnen, aber wir sind wenige im Verhältnis zu dieser, zur Großindustrie und zu den, die hier wirklich die Macht in den Händen haben. Und das heißt, wir müssen versuchen, möglichst mit Menschen zu kooperieren, die auch noch dieses Wissen haben und auch noch diese Energie haben, für unser gemeinsames Ziel, eine lebenswerte Welt hier aufzustehen und das zu tun. Und deswegen finden wir das ja auch super, dass Holger das jetzt so gemacht hat. Und nicke mal, Holger. Und Entschuldigung, dass ihr beide das gemacht habt. 3 Jahre lang. Wir sind ja ein Jahr vor Fukushima angefangen. Es ist auch so, dass Greenpeace uns voll unterstützt hat, alles Bildmaterial zur Verfügung gestellt hat und uns in jeder Hinsicht unterstützt hat. Also ich meine, ohne diese Zusammenarbeit von all diesen Leuten, denen es wirklich um die Sache geht und nicht um ihre Person, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Ich kann nur hoffen, dass da in vielen Filmen ist, ins Fernsehen wieder nie reinkommt, das hat man uns von Anfang an gesagt, viel zu kritisch. Kommt nirgendwo rein. Also offiziell kriegt ihr keine Hilfe. Ihr werdet nur bekämpft und verleumdet. Verschwörungstheoretiker ist ja das heute das liebste Wort dafür. Jeder, der noch denkt, ist Verschwörungstheoretiker. Rechter Verschwörungstheoretiker. Das kommt ja auch noch dazu. Früher war ich radikaler Kommunist, den Hans-Heinrich Klose vom Berufsverbot bewahrt hat. Heute bin ich ein rechter Verschwörungstheoretiker. Das ist wohl vernichtender, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls sowas von absurd. Man hat nie eine sachliche Auseinandersetzung mit mir gesucht. Nie. Es wurde immer nur verleumdet und Schwierigkeiten ohne Ende bis heute. Nun gut, ich will hier kein Klagelied anfangen. Ja. Ich bin ja, heute ist ja eigentlich ein Festtag. Endlich haben wir den Film fertig. Und hoffentlich können wir ihn viel zeigen. Und hoffentlich bewirkt er etwas. Weil das ist unsere Intention gewesen. Dass sie etwas zum Besseren wenden können, dass wir die Vernichtung des Menschen aufhalten können. Die Atomindustrie darf so nicht mehr, nie mehr ein Bestandteil des japanischen oder des Weltsystems sein. Das ist ein Fortschritt, der ist leider ganz, ganz teuer erkauft worden. Aber dass dieser Fortschritt überhaupt möglich ist, ist Menschen zu verdanken wie euch beiden, Menschen, die trotzdem, trotz dass sie dauernd Gegenwind kriegen, trotzdem, dass sie kritisiert werden, immer sagen, weiter sagen, das ist das, was ich als Wahrheit sehe. Und das ist das, was ich auch deswegen in die Welt hinaustragen möchte. Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen.